Ganz herzlich willkommen zu diesem Vortrag, warum Ratschläge oder Tipps gegen Burnout so wenig nützen. Ich möchte mich Ihnen vorher vorstellen. Mein Name ist Walter Hofmann. Ich bin Facharzt für Psychotherapie und bin Chefarzt in der Valere Klinik. Diese Klinik habe ich vor einigen Jahren selber gegründet. Wir behandeln dort fast ausschließlich Burnout-Patienten. Vielleicht noch kurz zu meiner Stimme. Diese etwas rauchige Stimme hat nichts mit Erkältung zu tun, sondern ich leide unter einer Stimmbandlähmung und deswegen hört sie sich etwas merkwürdig an. So, damit zum Thema, warum Tipps gegen Burnout so wenig nützen. Am besten, Sie gehen in Ihre eigene Erfahrung. Ich nehme an, wenn Sie hier diesen kleinen Vortrag sich anschauen, dann sind Sie selber Betroffener. Übrigens, ich auch, ganz nebenbei, habe mir mehrfach in meinem Leben etwas zu viel zugemutet, zu viel machen wollen, zu viel Engagement gebracht und hatte dann selber zeitweise mit Burnout zu kämpfen. Das heißt, ich kenne Burnout sowohl als Betroffener als auch als Behandler. Also beide Seiten der Medaille sind mir sehr gut vertraut. Deswegen fühle ich mich in diesem Bereich auch sehr gut zu Hause. Also, warum bringen diese Tipps nichts? Ganz einfach, weil sie an der Oberfläche bleiben. Wenn Sie selber Betroffener sind oder vielleicht für jemand aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, hier diesen Vortrag sich anhören, dann haben Sie selber die Erfahrung vielleicht schon gemacht. Sie haben sich ein Buch gekauft oder im Internet geschaut. Da gibt es ja ganz viele Ratschläge, viele Listen, was man besser machen kann. Und die meisten von diesen Listen kennen Sie bestimmt schon. Die sind Ihnen schon bekannt. Ist nichts Neues für Sie. Und dennoch dürfte sich an der Situation, an dieser leidvollen Situation wenig geändert haben. Ja, also das ist die Tatsache. Jetzt könnte man sagen, ja, sind diese Tipps alle Unfug? Nein, überhaupt nicht. Die sind alle oder fast alle jedenfalls, sind die vernünftig und sind sinnvoll. Das ist nicht der Punkt. Die sind alle in Ordnung. Der springende Punkt ist die Umsetzung. Und wenn Sie jemanden fragen, der mit diesen Tipps schon gearbeitet hat oder der versucht hat, diese Tipps umzusetzen in sein Leben, dann werden Sie folgende Antworten bekommen. Eine Antwort könnte lauten: Das kenne ich doch alles schon. Arbeiten Sie weniger, machen Sie mehr Pausen, holen Sie zwischendurch tief Luft, machen Sie alle 5 Minuten 10 Kniebeugen und. Das kenne ich, das ist nichts Neues, schon probiert, hat nicht funktioniert. Das sind so die Antworten, die man in der Regel bekommt. Ja, diese Ratschläge und Tipps sind dann nicht neu, da wird ja kein neues Rad erfunden. Ja, warum funktionieren sie nicht? Offenbar deswegen, weil es andere Antriebe, andere Kräfte in uns gibt, die dagegen arbeiten, beziehungsweise die nicht gegen diese Tipps arbeiten, sondern Kräfte in uns, die uns antreiben, immer wieder unser Maximum, unser Leistungsmaximum zu bringen oder sogar über das Maximum hinauszugehen, über unsere Grenzen hinauszugehen, unserer eigenen Gesundheit zu schaden. Ja, was sind es für Antriebe, die uns Dinge tun lassen, die vordergründig töricht erscheinen oder ungünstig erscheinen oder so erscheinen, dass sie uns einen extrem hohen Preis bezahlen, dass sie uns unsere Gesundheit ruinieren lassen, Partnerschaften zerbrechen lassen, Freundschaften, Bekanntschaften nicht mehr ausreichend pflegen lassen. Was sind das für Kräfte? Und da ist es wichtig, und jetzt spreche ich als Therapeut, als Arzt und Psychologe, da ist es wichtig, in die Tiefe zu gehen.
Da ist es wichtig zu schauen, was ist in der Geschichte, in der Biografie desjenigen, was ist da gelaufen? Welche Erfahrungen hat ein Mensch gemacht, dass er später einen Burnout entwickeln wird? Und hier steht an allererster Linie die Ohnmachtserfahrung. Es muss in diesem Leben eine schwere Ohnmachtserfahrung gegeben haben. Die Erfahrung, ich kann mich nicht wehren, etwas geschieht gegen meinen Willen, möglicherweise in Verbindung noch mit Demütigung oder mit Beschämung, dann wird es noch extremer. Und dann entschließt sich der unbewusste Teil unserer Psyche dazu, diese Erfahrung, die darf es nie mehr geben. Nie mehr. Never ever. Das ist wie in Granit gemeißelt. Und deswegen sind diese inneren Kräfte, die sich aus unserer Biografie erklären, deswegen sind sie so mächtig, um ein Vielfaches mächtiger als Vernunft und Einsicht und Ratio. Und deswegen, das ist der Grund, warum diese Tipps nichts nützen. Ja, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, bleiben Sie dabei. Es gibt in dieser Reihe noch mehr kleine Vorträge zum Thema, wie man Burnout effektiv und sinnvoll und also nachhaltig überwindet. Und dazu wünsche ich Ihnen alles Gute.